in Mannheim rund ums Karl-Benz-Stadion. In der Arena 22.000 Zuschauer, Rekordbesuch, Nebeltöpfe, bengalische Feuer. Schiedsrichter Dr. Wack signalisierte um 19.30 Uhr, unter diesen Bedingungen pfeife ich nicht an. Ratlosigkeit am Spielfeldrand, Diskussionen aller Orten, dann Ermahnungen über Lautsprecher, der Spielabbruch im Bereich des Möglichen. Die Polizei musste auch in der Arena einschreiten. Der neue Trainer, der Mannheimer Walter Prath, Verlegenheits- oder Dauerlösung, Fragezeichen. Und ein Torwart, der sein erstes Pflichtspiel hatte, Carsten Nulle, denn Achim Hollerit ist verletzt. Dann endlich 19.35 Uhr, der Durchblick war inzwischen da. Anpfiff von Dr. Wack zu einem Pokalfight voller Leidenschaft, voller Emotionen und voller Dramatik. Waldhof von links nach rechts in den schwarz-blauen Trikots mit einem ersten erfolgversprechenden Angriff. Sascha Licht und Kopfball von Bernd Kares, dem ehemaligen Bremer, einem Mann, der mit allen Pokalwassern gewaschen ist. Montero. Klaus. Theber. Licht. Furioser Beginn des Tabellen 17. der zweiten Liga, des SV Waldhof, der um seine Existenz im bezahlten Fußball kämpft. Sascha Licht. Pokal sollte nicht mehr als ein Sahnehäubchen sein. Dann erste Ecke FCK. Gellitscher, der für den verletzten Lincoln spielte. Erste Bewegungsprobe. Carsten Nulle. Leichte Unsicherheit beim 26-Jährigen, der für 45.000 Mark vom SV Sandhausen gekommen war. Zweite Ecke Basler. Der Pokalsieger von 1990 und 1996 versuchte jetzt eigene Akzente zu setzen. Hängen mit aufgerückt. Erst 8 Minuten vorbei. Flotter Beginn. Und viel, viel Zweikampfstärke auf beiden Seiten. 10. Minute. Waldhof mit schneller Überbrückung des Mittelfeldes. Klaus, Trares, Selim Theber geht durch, lupft und Tor. 1:0 für den SV Waldhof. Ausnahmezustand im Karl-Benz-Stadion. Wildfremde Menschen lagen sich plötzlich in den Armen. Und der 20-jährige Theber mit kaltschnäuzigem Abschluss. Kompliment. 1999 war er vom benachbarten VfR Frankenthal aus dessen Jugend zu der des SV Waldhof gewechselt. Selim Theber, und so sah es sein Trainer Walter Prath. Das 1:0 für die Underdogs aus Mannheim. Andreas Brehme, das Spiel blieb schnell, blieb hektisch. Dr. Wack tat gut daran, nichts durchgehen zu lassen. Nach 20 Minuten schon die dritte gelbe Karte. Erst Santos Waldhof, dann hängen FCK und jetzt Malz vor den Roten Teufeln wegen dieser Scheibenwischeraktion gegen den Schiedsrichter. Vielleicht ist Malz ja ein Fan von Deldemann. Auf der anderen Seite. Freistoß Waldhof. Sascha Licht. Georg Koch musste nicht mehr angreifen. Der FCK, der im Vorjahr in der zweiten Runde mit einem blamablen 1:5 in Gladbach im Pokal ausgeschieden war, antwortete so. Hani Ramsi, 1:1, 27. Minute. Die Standardsituationen, das war es, wovor Walter Prath seine Mannschaft gewarnt hatte. Aber die erste Standardsituation traf mitten ins Herz der Mannheimer, vorbei an Nulle, der Kopfball von Hani Ramsi. Hani Ramsi, der 110-malige ägyptische Nationalspieler, quasi der Lothar Matthäus vom Nil. Walter Prath. Fünfmal hatte er zwischen 1983 und 85 das Tor des SV Waldhof in der Bundesliga, damals noch am Alsenweg im Stadtteil Waldhof, gehütet. Die Gäste Mitte der ersten Halbzeit stabiler, selbstbewusster. Gellitscher. Basler mit viel, viel Platz am rechten Flügel. Kopfball von Klose und Nulle. Noch einmal, Mario Basler, dem Fickert viel zu viel Freiraum ließ. Und der schöne Kopfball von Klose, von Nulle, abgewehrt. Die FCK-Fans mit Humba Humba Tedere, eigentlich einem Mainzer Schlachtgesang. Tolle Stimmung. Und die tolle erste Halbzeit setzte sich fort.
bei den Mannheimer. Klaus, der Kapitän. Katic, heute für Ivanov von Anfang an dabei. Die Mannheimer ohne Cissé und ohne Bukadida. Und Katic gegen Koch. Der Pokalfight jetzt absolut ausgeglichen. West, Harry Koch, Ramsi, Basler. Feigert, Fickert bekam ihn nicht in den Griff. Lokwens, Klose und Nulle krabbelt umsonst hinterher. Tor, Lokwens, 2:1 für den Bundesliga-Vierten. 3 Minuten vor der Pause. Vratislav Lokwens war der Torschütze. Wir werden das noch zweimal erkennen können. Die Flanke von Basler. Ungestört. Klose gewinnt das Kopfballduell gegen Santos. Und dann rutscht Nulle hier krabbelnd hinterher. Hier rutscht er aus und der Ball geht über die Linie. Das Tor durch den 44-maligen tschechischen Nationalspieler Vratislav Lokwens, der ja gerade neulich in der WM-Relegation mit den Tschechen an Belgien gescheitert war. Jetzt dominierte der Gast, weil er kontern konnte. Harry Koch. Jelica, der ein gutes Spiel machte. Lokwens, jetzt schon mit Wadenproblemen. Und Klose, Jelica. Nulle. Das war's aus einer klasse ersten Halbzeit. Dr. Waff pfiff ab. 5:6 Chancen, 1:2 Tore. Die Lauterer führten. Und die zweite Halbzeit des Rhein-Neckar-Klassikers, des Highlights des Jahres, wie SVW-Präsident Gaul in der Stadionzeitung formulierte, begann. Mit Theber. Mit einer unfreiwilligen Vorlage von Ramsi und mit Theber. Selim Theber. 2:2. 53. Minute. Zuschauer ausgelassener als am Rosenmontag. Mannheim im Freudentaumel. Hier noch einmal. Die Abwehr von West zu kurz. Und der Ball ins Langeck. Die erste unglückliche Abwehraktion von Ramsi, die zweite von Taribo West. Und das zweite Tor von Selim Theber, dem 20-jährigen Juwel des SV Waldhof Mannheim, dessen Vertrag übrigens am Saisonende ausläuft. Achtung, Bundesliga. Wechsel beim FCK, 57. Minute. Marschall für den an der Wade verletzten Lokwens. Waldhof nun aber wieder beflügelt und mutiger. Allen voran Selim Theber. Freistoß Santos. Kopfball Klaus. Theber. Sein Spiel einfach eine Augenweide. Die zwei Beispiele direkt nacheinander belegen. Eben dieser Schuss aus 32 Metern. Und dann nach Vorarbeit von Bernhard Trares. Dieser Heber aus halbrechter Position. Der Beifall für Theber mehr als verdient. Mannheim Mitte der zweiten Halbzeit, wieder die stärkere, die torgefährlichere Elf. Klaus, Trares, Direktschuss, Georg Koch. Noch 20 Minuten. Taribo West. Marschall, Klose. Basler, laut ans Beste bislang. Jelica, Pfosten! Da hätte Nulle nur noch das Nachsehen gehabt. Aus der Sicht des Waldhofer Torwarts. Glück für die Mannheimer, ob sie sich von diesem erneuten Rückstand hätten erholen können. Doch gleich anschließend viel Glück für die Lauterer. Hängen schon gelb belastet, holt Theber den besten Feldspieler hier seitlich von den Beinen. Schiedsrichter Dr. Wack, bis dahin fehlerfrei, lässt Gnade vor Recht ergehen. Hängen durfte weiterspielen. Für mich hätte er gelb-rot sehen müssen. Er hätte vom Platz gehört. Dann die 90 Minuten vorbei. 22 Spieler und 22.000 Zuschauer stellten sich auf eine Verlängerung ein. Dr. Wack zeigt an, Nachspielzeit eine mickrige Minute. Letzte Ecke, die 13. Gramozis nach 18 Minuten für Basler eingewechselt. Jelica, Marschall, Tor, unfassbar, 3:2 für den FCK in der Nachspielzeit. Ausgerechnet durch Olaf Marschall, der in der Pfalz eigentlich als ein Auslaufmodell gilt. Völlig frei,
Wo waren die Abwehrspieler? Wo war die Zuordnung? Wieder eine dieser Standardsituationen. Der Siegtreffer durch Olaf Marschall, den 35-Jährigen. Er war der Matchwinner.